Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video und heute mal ein paar Vorteile, warum du auch vielleicht überlegen solltest, die ein oder andere Marketingaktivität über das Internet auszuführen. Heute geht es mal darum, klassisches Marketing in Gegenüberstellung zum Internetmarketing. Und ja, ich lese oft auf Blogs oder in Newslettern, dass klassisches Marketing tot sei. Damit möchte ich zunächst mal sagen, ich finde nicht, dass klassisches Marketing tot ist. Und ich denke auch, dass klassisches Marketing sehr, sehr sinnvoll ist für die ein oder andere Zielgruppe. Aber trotzdem hat Internetmarketing also ein paar Vorteile gegenüber den klassischen Marketingstrategien. Und da gibt es einige, nur ich möchte heute mal so den ein oder anderen, den ich für ganz, ganz wichtig halte, mit euch teilen. Und ein Punkt, warum du vielleicht auch überlegen solltest, ja, die ein oder andere Marketingaktivität ins Internet zu verlagern, ist ja das Thema Streuverluste. Wenn du klassische Marketingmethoden verwendest, weißt du in der Regel nie so genau, woher kommen deine Kunden, welche Marketingkampagne hat welche Ergebnisse. Und da hilft zum Beispiel Internetmarketing. Ja, wenn du im Internetmarketing, du kannst vieles tracken, du kannst durch Tracking sofort sehen, ja, woher kommen deine Kunden, welche Marketingkampagnen haben welche Ergebnisse, was liefert dir welche Besucher, was liefert der wie viele Leads, welche Klickpreise hast du, ja, welche Ergebnisse erzielst du, wie viel Kunden bekommst du aus deinen Interessenten. Und da kannst du eben sehr, sehr schnell feststellen, welche Marketingaktivitäten sich für dich lohnen und in welchem Bereich du dann eben, du kannst eben drauf fokussieren, auf die Dinge, die funktionieren und dir Geld bringen. So viel, so sparst du halt eben auch sehr, sehr viel Geld, weil du nicht dein Geld für Werbung rausfeuerst, die gar nicht funktionieren. Im Bereich Internetmarketing hast du einen weiteren Vorteil, dass so diese ganze geografische Geschichte, die fällt nämlich weg. Also während du zum Beispiel regional in Zeitungen und so weiter inserieren kannst, hast du im Online-Marketing, wenn ich heute einen Blogartikel schreibe oder dieses Video kann, ja, komplett in die ganze Welt hinausgetragen werden. Also ich bin da nicht an gewisse Grenzen gebunden. Und je nachdem, welche Zielsetzung du hast, ob du eher regional arbeiten willst, ob du ja deutschlandweit im deutschsprachigen Raum arbeiten willst oder international, diese Barriere hast du durch das Internet eben einfach nicht mehr. Und ein ganz, ganz wichtiger Vorteil, wie ich finde, ist die Automation. Also du kannst viele Prozesse, kannst du automatisieren und du kannst auch im Bereich Kunden- und Interessentengewinnung kannst du vieles automatisieren und wenn ich dann mal noch in den Bereich E-Mail-Marketing reingehe, kannst du auch vieles personalisieren. Das heißt, du kannst deine Interessenten ja persönlich ansprechen, dadurch mehr Vertrauen aufbauen. Also du kannst vieles, vieles automatisieren, was dir eben nicht nur Zeit, sondern auch Geld spart, weil diese Tools entweder kann man sie sogar kostenlos bekommen oder für wenig Geld. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz entscheidender Vorteil, wenn du Interessenten vorqualifizieren kannst, sie vorinformieren kannst und nicht mit jedem, zum Beispiel, wenn du eine Geschäftspräsentation machst, mit 100 Menschen einzeln zu sprechen, ist natürlich weniger effektiv, wie wenn du ja über E-Mail-Marketing eben mit diesen 100 Menschen kommunizierst und das dann auch noch völlig automatisiert, sodass am Ende eben nur noch die Menschen rauskommen, mit denen du oder die wirklich Interesse an dem haben, was du anzubieten hast. Okay, das waren jetzt so drei Vorteile, die ich für sehr, sehr stark erachte und warum du drüber nachdenken sollst, vielleicht die ein oder andere Marketingaktivität auch über das Internet auszuführen. Wenn für dich die Information jetzt hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt oder ein Like oder das Ganze eben auch teilst. Schreib mir auch in die Kommentarfunktion einfach deine Gedanken zum Thema, was nutzt du für Marketingaktivitäten und trage einfach dazu bei, dass dieses Video den größtmöglichen Mehrwert ja, für alle Zuschauer dieses Videos da eben hat. Wie gesagt, ich bin nicht perfekt, keiner von uns ist perfekt und es gibt immer noch Ansätze, Gedankenansätze, die das Ganze hier noch ergänzen. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn wir ja da in einen Austausch kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.